Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe von World of Warships und heute mit keinem Let's Play, denn heute ist es mal wieder Zeit für ein Übersichtsvideo, denn es ist ein neuer Tech Tree am Kommen und zwar der Franzosen. Sehen wir hier, fängt mit der Bougainville an und hört mit der Henri auf und ist natürlich dann 10 Schiffe umfassend, aber nicht nur das, nein, es gibt auch noch einen besonderen Schmankerl, nämlich auch ein italienisches Schiff, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal zuerst mit der Bougainville. Ist ja dieses kleine, feine Schiffchen, Kreuzer der Stufe 1. Ich mache schon mal euch die Fakten hier auf. Wie gesagt, auch wichtig zu sagen, aktuell sind diese Schiffe noch in einer gewissen Testphase. Das heißt, die Zahlen, Daten und Fakten können sich auch noch verändern. Ja, so sieht das ganze Schiffchen aus. Ihr könnt hier in dem Fall noch die Feuerreichweite verbessern und dann ergeben sich Werte, wie hier zu sehen ist, also 7400 Trefferpunkte. Die Panzerung sehr, sehr, sehr überschaubar. Die Hauptbatterie in dem Fall mit einer Brandwahrscheinlichkeit von 9%, 8 Sekunden Ladezeit und die 180 Grad Karre geht innerhalb von 18 Sekunden und die Reichweite in dem Fall sind 9,5 Kilometer. Flakbewaffnung natürlich auf Tier 1 unfassbar überschaubar. Höchstgeschwindigkeit 19 Knoten, Wendekreisradius 350 Meter und die Ruderstellzeit ist bei 3,7 Sekunden. Ja. Erkennbarkeitsreichweite zu Wasser sind 8,3 und aus der Luft sind 6 Kilometer anliegend. Das ist schon der erste Kreuzer. Verbesserungen natürlich hier die altbekannten. Hier ist jetzt keine Überraschung. Und dann geht es mit der Jurien weiter. Hier in dem Fall kann man zwei Sachen erforschen, nämlich hier den besseren Rumpf und natürlich auch eine Feuerleitanlage. Bei den Verbesserungen gibt es auch nichts, was einen überrascht und vor allem Verbrauchsmaterial ebenfalls. Also da altbekannte Kost, würde ich sagen. Hier sind 165 mm Kanonen am Start. 20.100 Hitpoints hat das gute Stück. 8 Kanonen hat das Ding in Summe vorhanden. Dabei ist die Brandwahrscheinlichkeit hier bei 8% und die Reichweite sehen wir 10,3 Kilometer. Flakbewaffnung kommt auch schon so langsam, aber sicher. Hier haben wir nämlich schon einen bisschen besseren Wert, aber auch da natürlich bei Tier 2 noch nichts wirklich Starkes. Manövrierbarkeit, Höchstgeschwindigkeit 23 Knoten, Wendekreisradius 510 Meter, die Ruderstellzeit 5,8 Sekunden und zu Wasser geht ihr bei 9 Kilometer auf, aus der Luft bei 5,4. So, und nach der Jurien ist die Frion dran. Ich hoffe, ich spreche die Schiffsnamen einigermaßen richtig aus. Hier auch gibt es einen weiteren Rumpf, und zwar den B-Rumpf und die Feuerleitanlage. So, bei den Verbrauchsmaterialien hier auch weiter das Schadensbegrenzungsteam und hier jetzt den zweiten Slot, den ihr hier jetzt bei dem Tier-3-Schiff bekommt. Wir sehen, 139 mm haben hier die Geschütze. 4x2, also zwei Türme vorne, zwei Türme hinten, jeweils mit zwei Kanonen bestückt. Also in Summe 8 Projektile, die ihr da rauskatapultieren könnt. Und hier kommen jetzt auch erstmalig Torpedos. Die sehen wir nämlich hier ganz schön die Läufe. 4x3, also auf der einen Seite gibt es zwei Werfer mit in Summe 3 Rohren, also 6 Torpedos auf der einen Seite und auch 6 Torpedos auf der anderen Seite. Die Hauptbatterie selbst hat eine Brandwahrscheinlichkeit von 8%. Die Dauer für die 180-Grad-Karre sind 25,7 Sekunden und die Nachladezeit sind 7 Sekunden. 12,9 Kilometer kommt ihr in dieser Ausführung weit und die Torpedowerfer sehen wir Torpedoreichweite 6 Kilometer und 57 Knoten Geschwindigkeit. Das sind so die wichtigsten Fakten, die man braucht. Flugabwehr, auch hier verbessert sich stetig, denn langsam werden auch die Flugzeuge hier Thema ab Tier 3. Manövrierbarkeit 30 Knoten Endgeschwindigkeit, Wendekreisradius 560 Meter,
Ruderschnellzeit 6 Sekunden. Verborgenheit 11,3 zu Wasser, 5,6 aus der Luft. So, und nach der Friant ist die Dugoin-Trourin irgendwie so in die Richtung dran, nämlich Stufe 4 Kreuzer. Auch hier wieder einen weiteren Rumpf zu erforschen und eine weitere Feuerleitanlage. Wir sehen, 26.700 Hitpoints sind hier vorhanden. Die Panzerung 10 bis 29 mm, Torpedoschutz, Schadensprengung, dann hier 4%. Die Hauptbatterie 4x2 Kanonen, also die Aufteilung ist so wie bei dem Vorgänger. Vorne 2 Türme, hinten 2 Türme. Wir sehen hier, die Brandwahrscheinlichkeit ist hier bei 11%, also höher als bei den Vorgängern. Ladezeit 10 Sekunden, Dauer für die 180 Grad Karre 28,1 und 15 Kilometer eben jetzt die finale Reichweite. Torpedowerfer auch hier 4x3, also auf jeder Seite 2 Werfer mit 3 Torpedos bestückt. In Summe 6 auf eine Seite sozusagen feuerbereit. 6 Kilometer die Reichweite dieser, 57 Knoten schnell sind die. Flugabwehr auch jetzt mal langsam, sodass wir uns die im Detail anschauen. Die Manövrierbarkeit 33 Knoten, also sie werden immer schneller. Wendekreisradius 670 Meter, Ruderstellzeit 7,8 und die Verborgenheit 13,3 zu Wasser und 7 Kilometer aus der Luft. So, jetzt nehmen wir langsam auch schon den Mittier dann mal richtig an, nämlich mit dem Tier 5, Emile Bertin. Emile Bertin hat auch einen weiteren Rumpf, damit kriegt er nämlich 26.500 Hitpoints spendiert. Torpedoschutz, Schadensverringerung 7%. Und hier ist jetzt die Turmaufteilung erstmalig anders, denn wir haben vorne einen Doppelturm, nämlich 2 Türme mit jeweils 3 Kanonen. Und hinten sehen wir einen einzigen mit 3 Kanonen. 152 mm stark, 7,5 Sekunden Ladezeit, 15 Sekunden für die Kehre und 12% Brandwahrscheinlichkeit. Die Torpedowerfer sind hier 2x3, also in dem Fall wären es wieder weniger Torpedos. Jede Seite hat einen Drillingswerfer auf der Seite, also dementsprechend hier aber auch 9 Kilometer Reichweite und 60 Knoten schnell. Also die sind dahingehend deutlich besser. Die Reichweite von 14,9 Kilometer ist ähnlich wie der Vorgänger. Flugabwehr, sieht man, wird es auch langsam, aber sicher stärker. Natürlich werden jetzt hier auch Flugzeugdringer ein Thema. Höchstgeschwindigkeit ganze 35 Knoten schnell. 670 Meter Wendekreisradius, Ruderschnellzeit 7,4 Sekunden und zu Wasser geht er bei 12,6 und zu Luft bei 6,7 auf. So, danach kommt La Galisonnière. Auch hier einen weiteren Rumpf, wo ihr dann eure Hitpoints auf 27.300 pushen könnt. Auch die Feuerleitanlage bringt das Ganze jetzt ein Stückchen weiter. Torpedische Schadensverringerung jetzt bei 10%. Hauptbatterie, so wie beim Vorgänger auch, 2 Türme A3 Kanonen vorne positioniert und einen Turm A3 Kanonen hinten. Wir sehen einen Doppelwerfer auf jeder Seite, hier 2 Stück und da drüben exakt dasselbe selbstverständlich. 9 Kilometer, 60 Knoten Geschwindigkeit eben dieser. Die Hauptbatterie selber 7,5 Sekunden Ladezeit, 15 Sekunden für die 180 Grad Karre, 12% Brandwahrscheinlichkeit. Und die Flakbewaffnung hier im Detail. Das Schiff selbst wird jetzt etwas langsamer, nämlich 31 Knoten. 650 Meter Wendekreisradius, Ruderstellzeit 7,7 Sekunden. Verborgenheit 52, setzt sich aus den 13,3 Kilometer zu Wasser und 7,2 aus der Luft zusammen. Und jetzt, aber sicher kommen wir dann schon wirklich eher dem High-Tier, nämlich Algerie, aber die Verbesserungen will ich euch doch nochmal ganz kurz zeigen, was ihr hier machen könnt, weil das wird im höheren Tiers ja durchaus spannender und besonders nämlich, dass sie hier jetzt den Motorboost haben und das defensive Flakfeuer sowie die hydroakustische Suche.
Das habe ich euch jetzt etwas unterschlagen. Das will ich jetzt natürlich noch nachholen. Das zeige ich euch auch bei den Vorgängern, was die da haben. Hydroakustische Suche und Katapultjäger. Und ab Tier 4 gibt es auch schon eine hydroakustische Suche und den Katapultjäger. Und bei der Friant, da ist es so, da hat man so gesehen noch nichts. Also, dass ihr da auch wisst, ab wann wie was kommt. Aber jetzt die Algerie. Da sehen wir, haben wir jetzt auch wieder den Motorboost am Start. Und hier können wir jetzt den Katapultjäger nehmen und entweder sagen, ja, defensive Flakfeuer oder die hydroakustische Suche. Ansonsten auch hier wieder einen besseren Rumpf, der euch dann in Summe 35.600 Hitpoints gibt. Und auch das Kaliber der Kanonen wird jetzt mal deutlich wuchtiger, nämlich 203 mm. 12 Sekunden Ladezeit, 30 Sekunden für die 180-Grad-Karre und 15% Brandwahrscheinlichkeit. Die Aufteilung hier, auch da typisch, so wie wir es von den Vorgängern jetzt mittlerweile kennen. Zwei Türme vorne und wieder zwei Türme hinten, also so wie wir es wirklich in den Low-Tiers auch gesehen haben. Zwei mal drei Torpedos. Hier der Drillingswerfer, auf der anderen Seite exakt dasselbe. 9 Kilometer Reichweite, 60 Knoten schnell, also auch da, wie man es jetzt von den direkten Vorgängern schon gesehen hat. Flugabwehr setzt sich wie folgt zusammen. 17,9 Kilometer ist ja die Reichweite dieser Geschütze, also das ist jetzt schon deutlich höher. 31 Knoten schnell, 660 Meter Wendekreisradius, die Ruderstellzeit 9,5 Sekunden und die Verborgenheit 13,9 zu Wasser und 8 Kilometer aus der Luft. So, jetzt kommen wir mit dem Tier 8 jetzt wirklich sehr sicher Richtung High-Tier, nämlich dem Charles Martel. Und hier gibt es erstmalig auch jetzt eine weitere Bewaffnung zu erforschen. Erstmal den weiteren Rumpf und hier die Bewaffnung. Da seht ihr, die 180-Grad-Karre wird deutlich reduziert und der Schaden dann da auch nochmal erhöht. Braucht man, um zum 9er-Schiff zu kommen, also da muss man das auch ausbauen. Hier in dem Fall gibt es wieder den Motorboost, wieder den Katapultjäger, wieder das defensive Flakfeuer und die hydroakustische Suche. Verbesserungen, die vorhandenen 5 Slots. Schiff schaut wie folgt aus. 3x3 Kanonen. Vorne die zwei Türme und hinten der eine Turm. Mit den 203 mm. Natürlich schon sehr beachtlich. Torpedische Schadensverringerung müssen wir auch mal kurz noch erwähnt haben, nämlich hier schon 16%. Und wir sehen 15% Brandwahrscheinlichkeit der HE-Granaten, 17,6 Kilometer Reichweite. Die Torpedos, da nichts Neues, 9 Kilometer Reichweite, 60 Knoten Geschwindigkeit. Die Flugabwehr wie folgt. Und hier haben wir wieder eine Verbesserung der Höchstgeschwindigkeit, nämlich 32,5 Knoten, Wendekreisradius 690 Meter, Ruderstellzeit 9,8 Sekunden, deutlich höher als da auch die Vorgänger. Erkennbarkeitsreichweite zu Wasser 13,7 und zu Luft sind es 8,2. So, das vorletzte Schiff ist die Saint-Louis. Hier haben wir wieder keine Kanonen, die wir erforschen müssen, sondern nur einen weiteren Rumpf und eine weitere Feuerleitanlage. 40.900 Hitpoints hat das Schiff, 19% Schadensverringerung durch Torpedos, 3x3 203 mm Kanonen, wieder zwei Türme vorne und einen hinten. Und wir sehen, Ladezeit sind 12 Sekunden, Dauer für die 180-Grad-Karre 25,7 und die Brandwahrscheinlichkeit sind 15%. 18,3 Kilometer weit kommt man eben mit den Geschützen. Dann haben wir bei den Torpedowerfern auch hier wieder das alte Spiel. Auf jeder Seite haben wir einen Drillingswerfer. Auch wieder hier 9 Kilometer und auch wieder diese 60 Knoten. Die Flugabwehr steigert sich peu à peu. Ebenfalls die Geschwindigkeit, nämlich 33 Knoten, jetzt bei 720 Meter Wendekreisradius und die Ruderstellzeit bei 10,2 Sekunden. Erkennbarkeitsreichweite zu Wasser sind 14,9 und zu Luft sind es
8,9. So, und jetzt wird es am spannendsten. Jetzt kommen wir nämlich zum 10er, zum High-Tier, zum absoluten Giganten dieses Tech-Trees, zum Henri dem Vierten. Und da sehen wir, hoppala, das Ding schaut plötzlich ganz anders aus. Hier braucht ihr nichts mehr erforschen. Hier haben wir 240 mm Geschütze. Wir haben hier wieder den Motorboost. In dem Fall auch das erste Mal die Reparaturmannschaft. Defensive Flakfeuer oder die hydroakustische Suche, das kennt man. Und auch die Grundbewaffnung von der Aufteilung ist wie vorhergehend auch, nämlich zwei Türme vorne, ein Turm hinten, jeweils mit drei Kanonen bestückt. Wir haben 17,1 Sekunde für die Ladezeit, 32,7 Sekunden für die 180-Grad-Karre, 22% Brandwahrscheinlichkeit, das ist schon aller Ehren wert, 90% Torpedoschutz, Schadensverringerung. Und bei den Torpedos, da haben wir uns effektiv ja schon dran gewöhnt, wieder hier auf jeder Seite den Drillingswerfer, wieder die 9 Kilometer, wieder die 60 Knoten Geschwindigkeit. Die Flugabwehr ist etwas schwächer auch wieder geworden. Da sehen wir, das könnte vielleicht ein kleiner Nachteil eben dieser Schiffe sein. Höchstgeschwindigkeit dafür aber sehr flott mit 35 Knoten. Wendekreisradius 840 Meter, Ruderstellzeit 11,8 Sekunden und die Verborgenheit 16,6 zu Wasser, 10,3 an Land. Und weil ich es noch gar nicht bei den Franzosen gemacht habe, will ich euch einmal auch das Thema Tarnung zeigen. Habe ich mich heute bewusst entschieden, dass ich das nicht bei jedem Schiff einzeln mache, sondern dass wir uns mal das höchste Schiff raussuchen und schauen, was kann es denn so. Also, das ist die Premium-Tarnung. Da sehen wir, da passiert nicht so viel. Wird einfach ein bisschen dunkler. So, dann die Typ 1. Sieht wie folgt aus. Dann gibt es noch die Typ 2. Die Typ 5. Wenn wir schauen, Typ 6. Und alles andere ist dann, was man so im Laufe der Zeit bekommen hat. Also, so schaut das Ganze aus. Wir sind aber noch nicht ganz fertig, denn es gibt noch ein weiteres Schiff, und zwar eben das italienische. Und dabei handelt es sich, wie ich euch zeige, um die Duca d'Aosta. Auch ein Stufe 6 Kreuzer, in dem Fall Premium. Sieht wie folgt aus. Also damit lässt sich schon einiges anstellen. Wir schauen uns auch mal die Module natürlich hierzu an. Wir haben die Möglichkeit, das Aufklärungsflugzeug zu nehmen, defensive Flakfeuer oder die hydroakustische Suche. Und gerade beim Premium-Schiff ist es umso spannender, welche Verbesserungen man hier einbauen kann. Was kann man zum Schiff selber sagen? 29.700 Hitpoints, torpedische Schadensverringerung 7%. Wir haben 4x2 Kanonen, also auch die Aufteilung hier klassisch, zwei Türme vorne, zwei Türme hinten, mit 152 mm geschossen, Ladezeit 7,5 Sekunden, Dauer für die 180-Grad-Kehre 30 Sekunden und die Brandwahrscheinlichkeit 7%. Auch dieses Schiff hat einen Torpedowerfer am Start, 2x3, also hier auf der Seite der Drilling, auf der anderen Seite der Drilling, mit 4,5 Kilometer Reichweite, die Torpedogeschwindigkeit hier 66 Knoten, dann flink, aber eben auch auf eine sehr kurze Reichweite. Die Flugabwehr ist hier nicht ganz so stark. Die Manövrierbarkeit, das ist auf jeden Fall das, was das Schiff ausmachen wird, nämlich 36,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit, Wendekreisradius 710 Meter, die Ruderstellzeit 8,4 Sekunden, also ist wirklich ein sehr, sehr flinker Scheißer, muss man sagen. Die Erkennbarkeitsreichweite zu Wasser sind 11,7 und zur Luft 7,3. Und auch hier wollen wir uns natürlich bei dem ersten richtigen Franzosen mal anschauen, was hat er denn für mögliche Tarnungen. Natürlich sollte man die Typ 10 einfach drauf lassen, aber wer sagt, was gibt es denn noch? Gibt hier die Typ 1, die Typ 2, die Typ 5, die Typ 6 und das war's. Ja, das war mal eine kleine Preview, was ihr so demnächst für Schiffe zu erwarten habt. Wie gesagt, denkt dran, die Schiffe sind alle noch nicht komplett final. Es kann immer noch was passieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie ziemlich an dem bleiben, so wie sie jetzt zumindest sind, ist sehr, sehr hoch. Ja, damit sage ich vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wieder so einen kleinen Einblick zu bekommen, was euch demnächst im Tech Tree so erwartet. Bis bald, euer Alcaramba.